Willkommen zurück zu Turok 2 mit neuen Treibern. Das Remaster übrigens. Und sieht so wie hier ist der Untertitel. Wieso muss ich das jedes Mal machen? Moment. Missionsstatus. Achso, keine Geheimnisse. Warum gibt es im Hub keine Geheimnisse? Was ist denn das für ein Quatsch? Ja, wir haben alles. Okay, auf. Ach ja, das letzte Mal waren wir sind wir auf dem guten Styracosaurus gereitet. Und haben, wie heißt der nochmal? Arise. Genau. Und haben dort ein bisschen aufgeräumt. Und dort alle gemacht. Und. Ich kann gar nicht mehr erzählen, was wir nicht alles gemacht haben. Jetzt ist pilzige Spinnenwelt angesagt. Die Höhlengeschichte. Am Moment. Was ich nämlich gesehen habe, aber leider ist die Musik aus. Egal, Zusatzfunktionen. Ah, Joshua Fireseed. Das sind übrigens wir. Hätte ich vielleicht am Anfang mal zeigen können. Ja, ganz schön dumm. Obwohl, man hat es ja schon gesehen. In der Intro-Sequenz, das ist die gute Aiden, Speaker of Forever Light. Das ist nicht die deutsche Version, aber das wurde wohl nicht übersetzt. Naja, eins der Kinder. Hätte ich mal gekillt. Gechillt. Naja, Energie-Totem. Die müssen wir retten, alle. Das ist der City-Soldat. Das, genau, der Styracosaurus. Das hat Spaß gemacht, auf dem Vieh zu reiten. War wirklich angenehm. Naja, guter alter Spiritfader. Ja, einer der Prisoner, einer der Gefangenen, war nicht ganz so nervig. Ah, Raptoid. Tötungszahl steht hier unten. War die vielleicht von anderen gekillt? Keinen. Okay, jetzt kommen die Monsters. Raptoid. Entrail. Okay. Was? Compsognathus Raptor. Aha. Spider-Hedgling. Von denen werden wir jetzt noch mehr kennengelernt. Leaper. Tötungszahl 13. Leaper, weil die so springen. Ich verstehe. Deadman. Ah, ist ganz nett. Deadman Half, ein halber. Lord of the Dead. Ah ja, Lord of the Dance, Lord of the irgendwas. Ah, einer der Sisters of Despair. Ganz schick, nicht? Nicht? Das ist ja. Das ist kein Schwänzchen, das ist die. Die Wirbelsäule, die da rausguckt. Genau, Arise Missile Battery. Doch nicht Artillerie. Arise Gun Nest. Mhm. Arise Turret. Diese lustigen Boxen mit Bunkeranlagen. Swamp Wasp. Cave Worm. Perlin War Club. Ach, so heißen die. Schicker Affenmann. Perlin Gunner. Ja, die sind nervig. Und sogar von hinten quasi unbesiegbar. Genau wie der Perlin Juggernaut. Mit seinem riesigen Laserschwert und seiner Rüstung. Flash Eater Sentinel. Oh, das sind die Oblivion-Kreaturen. Die sind über. Beware, Oblivion is at hand. Genau, der Sheet. Death Guards. Lord of the Flash, auch hier der Lord of the Dance, Lord of the Flash, Lord of the Dead, Lord of the Ron. Oh, Waffe. Rings auch noch, genau. Gesammelt, 0. Wie bitte? Schüsse abgefeuert, 58. Ah ja, Warblade, Bow. Direkt Bow. Schüsse abgefeuert, fast 800. Boah, Pistole. Schüsse abgefeuert, fast 554. Die Mag, 60. Shotgun, Shredder. Trank Rifle, Plasma Rifle, Grenade Launcher, Flare Gun und so weiter. Tja, toll. Haben wir das auch. Hoffentlich schmiert es jetzt nicht ab. Was? Ach, Game saved, okay. The Lair of the Blind One. Your mission objectives are as follows. Das war dumm. Seal 3, Thermal. Das war dumm. Ein Moment. Das kriegen wir hin. The Lair of the Blind Ones. Genau. Little is known of this mysterious race. Legends tell of ghostly figures emerging at night from underground and dragging hapless victims to their doom. Though they do not possess the power of sight, the blind ones are hardly helpless. They can hear the beat of a heart and smell the blood of an intruder from a great distance. Attacking with primitive brutality and a lust for warm blood,
They have lived for countless centuries deep beneath the surface of the Lost Land. Your mission objectives are as follows. Seal 3 thermal vents, trapping the blind ones beneath tons of rock. Locate the energy totem and defend it at all costs. Ja, diesmal nicht so viel zu tun, ne? Also, die komischen The Blind Ones, die Blinden, die hören nicht so gut, aber können ganz gut hören stattdessen. Und die nutzen das auch. Und die haben echt richtig Bock auf warmes, leckeres Männchenblut. Und weil ich ein Mensch bin, muss ich wahrscheinlich um mein Leben fürchten. Die sind schon ziemlich assi, die Kollegen. Vor allem, wenn sie dir plötzlich mal so eine Handgranate ins Gesicht werfen. Zumindest war das bei, leider nicht geheim. Naja, war das bei, auf Hardcore so. Das hier ist ja nur schwierig. Schwer, oder wie auch immer. Was direkten? Das ist zum Beispiel neu. Das wüsste ich aber. Ah, wahrscheinlich, dass man direkt, wenn man ihn findet... Ja, das nützt uns noch nichts. Da brauchen wir den Aufwind-Talisman. Dann kommen wir dahin. Naja. Gut, 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 gut. Auf jeden Fall müssen wir die einsperren. Seal 3 Thermal Vents. Also wir müssen die Ventilationsschächte so ein bisschen dicht machen. Ja, die Leaper. Wissen wir, wie sie heißen. Ist nicht so, als ob ich nicht treffen würde. Na komm. Feierabend. Also getroffen habe ich sie ein paar Mal, aber irgendwie... naja, hat ja gar nicht wehgetan, so nach dem Motto. Von mir aus dann eben auf die althergebrachte. Wir knallen sie einfach ab. Wir machen eben nicht das, sondern wir nutzen das Warblade. Auch eine sehr gute Waffe. Besser ist, glaube ich, nur der... Verdammt. Der... Wie heißt er noch? Der... Razor Wind. Ja. Ist nämlich noch viel besser und macht noch mehr Spaß. Kann man nämlich so eine lustige Rasierklinge... Nee, so eine... Wie haben wir das denn? So ein Sägeblatt kann man dann schleudern auf die Gegner. Kommt immer wieder zu einem zurück. Sehr angenehm, muss ich sagen. Ja, das haben wir schon gesehen gerade im Video. Hab's versehentlich abgebrochen. Das war dumm. Aber es macht ja nichts. Für Dummheit haben wir hier ein Mittel. Ein Gegenmittel. Naja. So. Genau, jetzt müssen wir uns, glaube ich, mal Stück für Stück runter teleportieren. Teilweise müssen wir da hoch, weil dann gibt's A, ein Leckerli und B, ja, weiß ich nicht. Ist halt so. Ich glaube, Leckerlis gibt's. Wie hießen sie noch? Ist schon wieder vergessen. Raptoid oder so, ne? Guck. Also irgendwie... Das Treiber-Update scheint funktioniert zu haben. Oder es wirkt irgendwie noch flüssiger irgendwie. Vielleicht bilde ich mir es nur ein, aber vielleicht auch nicht. So, da kommen wir so nicht hin. Heißt, wir müssen von oben runterspringen. Schätzungsweise. Wir schauen einfach mal, wie weit wir kommen. Ist eigentlich ein schöner Level. Was mir aber auch aufgefallen ist, man kann die... Boah, genau, geheimer Bereich, das wollte ich eigentlich nur wissen. Man kann leider die Brightness, die Helligkeit und so weiter, Kontrastkammer, kann man nicht umstellen. Doch kann man schon, aber nicht... Man kann es nicht dunkler machen. Das ist hierfür eigentlich ideal. Aber, naja, wenn man eben nicht Aufnahmen macht für irgendeine Plattform, dann wird man es vielleicht gerne ganz düster haben. Und das geht hier leider nicht. Das ist hier das Maximum. Da muss ich, wenn dann schon in der Grafik... So, habe ich eine Waffe? Grafikkarte oder am Monitor schrauben, um es düster zu machen. Bin ich ein bisschen schade, muss ich sagen. Das ist nicht so gut. Genau, das hier wird dann ein kleiner Raum. Man sieht es auch auf der Karte links. Diesen Raum kann ich aber nur betreten, wenn ich unten war und nach oben laufe. Nämlich diesen hier benutze, glaube ich.
Und jetzt geht's nämlich wieder auf. Richtig. Also irgendwie kommt mir das noch weicher vor heute. Nach dem Update. Nach dem Grafik-Update. Naja, mal schauen. Vielleicht spinne ich auch. Oh, Spinne. Genau das richtige Wort. Na? Oh, und es hat sich so ins Hirn gebrannt. Habe ich ja schon mal erwähnt beim letzten Mal. Hier habe ich so einem Kanadier zugeschaut. So einem alten Kanadier. Der, glaube ich, nicht so gut ist in diesen sogenannten Computerspielen. Aber der sich dann ganz gerne mal drüber lustig macht, wenn andere halt gut sind. Ja? Und das zieht dann ganz gerne ins Lächerliche. Und meint dann, ja, ja, die glauben wohl, dass sie dann bessere Menschen sind, wenn sie gut sind. Ja, nee, aber man kann ja mal sein Hirn anstrengen. Man muss ja nicht irgendwie scheiße sein, oder, eben Junge? Naja, auf jeden Fall. Der ist hier, glaube ich, 10-mal im Kreis gelaufen. Und Ärger gab es dann, als man gesagt hat, ja, mach doch mal dieses. Damit er nicht noch ein 11. Mal im Kreis rennt. Und dann war er sehr sauer, weil... Ist ja Backseat Gaming, ist ja klar. Wenn einer den ganzen Tag gegen die Wand läuft und man ihm sagt, Junge, dir ist schon klar, dass da eine Tür ist. Und dann auch noch böse wird auf denjenigen, der die Tür ans Herz legt. Man meint es ja nur gut. Mal geht es hier endlos? Ein Heer aus krabbelnden Rattenviechern. Eine Ratten wäre ja schön. Okay. Nee. Alles klar, das geht ewig. Vielleicht. Ah. Harpoon Gun. Harpoon Gun. Die gute Harpoon Gun. Die ist nicht super. Genau, und irgendwo gibt es hier einen Schalter. Moment. Unterirdisch. Unterirdisch, genau. Na, komm erstmal du her. Na? Huch. Warte mal stehen. Oh, der arme. Der arme kleine Kerl. Genau, da darf er mich, glaube ich, noch nicht hin, oder? Oh, das bringt nichts. Tranquilizer, Gun, Darts. 5 Gefrierprojektile. Okay. Ne, Tranquilizer sind das ja nicht. Was rede ich denn? Diese Stun Gun. Wie heißt die denn noch? Diese Elektrogeschichte. Und wieso gibt's hier nichts? Ah, natürlich. So frech, oder? Wird vom Licht hier gar nicht... Portal activated. Ja, wird hier vom Licht gar nicht angeleuchtet. Da ist das, genau. Aber es ist farblich doch ganz gut zu erkennen, oder? Oh. Na? Sehr schön. Danke, meine Lieblingsanimation. Oh. Der gute alte Gegner kommt mir entgegengerollt. Ich mag einfach die Dynamik. Ja, natürlich ist da die Sonne. Und weg ist die Sonne. Und hopp. Hat aber auch was irgendwie. Sieht eher aus wie so ein Mond. Vielleicht ist es ein Mond. Das kann natürlich auch sein. Vielleicht gibt es hier gar keine Sonne. Ja, vielleicht, vielleicht. So. Da kommen wir runter, aber... ist das eine gute Idee? Ach, komm, mach einfach. Und tschüss. Vielleicht mal mit irgendeiner Wumme arbeiten, die ein bisschen mehr Wumms hat, wie dieses hier. Nanu? Warum nicht den Kopf in die Wand? Den Kopf durch die Wand, Kopf durch den Baum. Okay, gut, 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 gut. Stimmt, ich könnte eigentlich auch das Fadenkreuz mal ausmachen. Ach ne, wieder Spinnenalarm auf Mallorca, oder? Jawohl. Ja, jetzt krabbeln sie sich auf den Kopf rum. Schick. Nichts wie Weg. Jetzt gibt es wirklich auch die ersten... wie heißen sie? Blind Ones. Wir sind ja schließlich im Lair of the Blind Ones. Hoffentlich mache ich alles richtig hier. Oh oh. Da ist er. Stimmt. Super schnell und super, super granatig. Oh. Oh. Muss das sein? Ja, da ist ihm leider der Kopf abgefallen, dem Kollegen. Jetzt kann ich gar nicht zeigen, dass der eigentlich so leichte zyklopische Züge hat. Au. Weg mit dir. Achso, das ist nur die Tranquilizer Gun. Das, ja, sollen wir die benutzen, spaßhalber?
Ich weiß nicht, funktioniert das bei denen? Das würde ich gerne mal wissen. Billig. Was sind die? 8? Nee. 9? Nee. 4. Okay. 2 Schuss. Jetzt kann man es wieder nicht zeigen. Ah doch. Man sieht's. Ja, Zyklopen. Eigentlich ganz gut so, oder wie, oder was? Und dann direkt Feierabend? Das gefällt. Können wir ruhig öfter machen. So, jetzt sind wir oberhalb. Da unten waren die... Nein, waren sie nicht. Das ist die andere Seite der, der Höhle. Wenn ich mich recht entsinne. Genau, da links, da drüben waren wir. Jetzt auf 12 Uhr. Und da wäre ich dann rausgesprungen aus dem Loch. War schon komisch, dass sich sowas einbrennt. Wenn es mit Schwachköpfen zu tun hat. Irgendwie auch, wenn die... Ja, weiß ich nicht. Das brennt sich immer so ein bisschen ein. Man kann es einfach nicht... so. Man kann es nicht ganz verdrängen. Auch wenn es manchmal ganz günstig wäre. Aber so ist es halt. Man ist dann doch ein bisschen involviert und versucht sich da... nicht von allen zu distanzieren. Das ist ja auch nicht die richtige Lösung, oder? Ne, ich glaube nicht. So, da können wir auf jeden Fall mal speichern. Ich bin zwar jetzt mittlerweile guter Dinge, weil es irgendwie vernünftig läuft, nicht mehr abgesmiert ist. Vielleicht haben wir das Problem gelöst. So, die Frage ist, brauche ich jetzt hier eine Igelfeder oder... was machen wir da? Dicke Wumme? Warte, die hier, wa? Ah, oh, wir haben keine Feder. Und wir können gleich nach Hause gehen. Toll. Toll. Wo ist denn die Feder? Ich muss da sowieso nochmal runter. Können wir da nicht irgendwie auch wieder raufklettern am Rand? War das nicht so? Shredder. Schauen wir auf die Karte. Karte sagt nicht viel. Eigentlich springen wir da runter. Genau, hier geht's weiter. Das ist ein Wurm oder sowas gleich, ne? War das nicht so? Ins Wasser springen müssen wir gegen die Viecher ran. Kleinen Lieber heute wahrscheinlich oder sowas. Können wir mal machen. Och, ist das schön hell, oder? So ein schön heller Boden. Wird man gar nicht erwarten, weil es heller unter Wasser als auf dem Wasser, über Wasser ist. Aber hier ist nicht viel. Ach, ja, da ist ja die Sonne in der Höhle. Okay, sie ist... Sie gehört hier nicht hin. Ist richtig, ja. Shredder. Ne, wegen einem Schüsschen? Ne. Da sage ich nur, ne. Welche Waffe hatte ich denn gerade? Achso. Ja, das ist vielleicht nicht so eine gute Idee. Nehmen wir über die Shredder. Jetzt, wo wir die Munition hier haben. Das kann wahrscheinlich jeder spinnen. Action. Ein wurmiges Würmchen. Cave Worm. Oh, mein Flammenwerfer. Bin ich mir das ein oder ist jetzt ein Flammenwerfer? Ja, ja, macht ihr mal. Macht ihr mal euer Ding. Ich mach mich derweil vom Acker. Ah, ja, ja, die Falle. Erstmal nach oben. Fallschaden gibt's ja nicht. Ist auch ganz angenehm. Hallo? Boah, Miststück. Oh oh. Da haben wir ihm wohl das Auge angeschossen, leicht. Naja. Und auch hier spawnt natürlich wieder ein Monster, sobald wir. Alles klar. Natürlich spawnen die Monster, sobald wir den Gang verlassen. Oh, gleich wird's krabbelig. Also wer keinen Bock auf krabbelige Viecher hat, schnell weg. Ich sag's nur einmal. Den Gang entlang gekrochen. Mag 60. Wir wissen, ob das funktioniert. Ich muss es wissen. Speichern. Oh oh. Oh, hi. Hopp, los ab.
Ich habe so das Gefühl, das funktioniert nicht. Noch zu kabbeln. Ah ne, die Mac 60. Also, merke. Täuben. Geht nicht. Warum? Chance vertan. Eins. Ah, Granaten hätten es sein sollen, aber macht nichts. Hey. Oh Gott, es ist wieder zu viel Blut hier und deswegen ruckelt's. Okay, Hätte ich mir denken können. Wie wär's mit zwei Schuss? Jetzt gibt's dafür die Munition, die ich eigentlich benutzen wollte. Na komm. Alles klar. Granaten sind natürlich auch super bei den dicken Viechern. Ach ja, die Stelle. Verdammt. Spring in die Luft. Spreng dich in die Luft. So. Oh, stimmt. Munitionssporner ist hier ja auch noch. So, jetzt gibt es wieder Tauchgeschichten. Da müssen wir hoch. Da drüben müssen wir längs. Müssen wir genau auf beide Seiten. Da ist er auch hängen geblieben. Das fand ich auch witzig. Hat er einfach nicht gerafft. Naja. Kann ja schon mal passieren. Ist das eine Timing-Geschichte? Dann kommt die einfach nicht hoch. Aber, ja, was ist denn das? Und ein Gegengewicht. So, das machen wir jetzt auf der anderen Seite auch nochmal. Und dann ist der Weg frei. Denn ich meine, dann öffnet sich ein unterirdisches Gatter. Das müsste nämlich, meine ich. Ich habe gerade zu tun. Ist wie hier. Ja, geht halt auf jeden Fall auf. Punkt. Glaube ich. Da kommt oben ein Schlüssel. Ja, ja. Man muss halt leider mal abwarten, bis die Animation vorbei ist, weil sonst kann ich das vergessen. Gegengewicht 2. Brücke knallt runter. Ich kann wahrscheinlich dahin fliegen. Nicht fliegen. Schwimmen. Moment. Mal ordentlich hinsetzen. Das kann aber nicht angehen. Wie so ein Schluck Wasser in der Kurve muss man ja nicht da herniederliegen, oder? Ich finde auch. Aber hopp. Genau, jetzt bekommen wir die. Wie heißt sie denn? Diese Shotgun. Stungun. Die ist auf jeden Fall richtig gut. Vor allem hier unten. Ist im Grunde wahrscheinlich. Charge Dart. Charge ist die Gefrierkanone. Okay. Dazu einfach nur treffen. Macht Schaden. Gegner sind so leicht irritiert. Wie ist denn das? 7. Ach ja, das teilt sich die gleichen Waffenslot mit dem Betäubungsgewehr. Kann man aufladen. Erinnert so ein bisschen an die Schock. Wie heißt die? Shockwave. Schockwelle, Waffe vom 1er. Höhlentürschlüssel. Auch schön, wie die Ös und Üs klein sind. Ist eigentlich eine nette Idee. Weil die Schrift ja von oben so begrenzt ist und da dann die, das sind nur 5 Stück. Da dann zu sagen, man nutzt einfach den Raum und macht die einfach nur in klein, das ist auch keine schlechte Idee. Wir dürfen die Wörter halt nicht mit Ö oder Ü oder so beginnen. Oder Ä. Ätzender Gegner. Ätzende Spinnenbrut. Etc. etc. Ach nee. Ja. Dickbäuchige, fiese Gegner. Ach Gottchen, ist das nicht die Stelle mit, war das eine clevere Idee? Komm, ist die Spinne hier rüber gekrabbelt? Nee, das ist der, genau, das ist der Raum, der uns beim letzten Mal, im letzten Durchlauf, so leichte Probleme bereitet hat, beziehungsweise uns mal richtig schön den Hintern aufgerissen hat, wenn die Steine damit aufs Hirn fallen. Das Beste ist einfach nur durch. Ja, genau. Einfach durch. Gar nicht drüber nachdenken. Einfach machen. Und aufs Beste hoffen. Daneben. Ja, laute Explosion. Oh Mann, der hat's hinter sich. Der arme Kerl. Ich wünschte, ich könnte etwas für ihn tun.
werde ihn für immer in Erinnerung behalten. Tja, Kopf abgefallen. Das klang und sah aus wie totale Zerspratzung. Können wir mal schauen? Oh ja. Er ist nur noch Haut und Knochen. Aber die Haut und die Knochen, die liegen auf dem Abgrund. Er ist runtergefallen. Fleisch, Blut ist noch da. Schon eklig sowas eigentlich, ne? Na? Dieses Gerüttel macht's echt nicht leichter. Game saved. Oh, jetzt kriegen wir eine Flammenwerfer, genau. Damit man sich der widerlichen Spinnenbrut erwehren kann. Man sieht es nicht, aber da ist eine drin. Jetzt sieht man sie links. Da die roten, teuflischen Augen. Dieser Bestie. Machen wir sie alle. Einfach alle. Na, noch nicht. Das ist ein schöner Raum. Der glitzert so schön. Der klingt nach Glitzern. Verrückt, oder? Was ist da drin? Ach ja, Hilfe! Oh, muss das sein? Hau ab. Tschüss. Und da wieder eine große Klappe, ne? Sobald sie... Da ist er. Der gute, alte Flammenwerfer. Dann... Überlegen, Explosivmunition oder Granaten? Komm, wenn wir schon mal hier sind. Lass mal es krachen. Drei Granaten. Für ein Halleluja. Gehen wir auf Nummer sicher. Ja, ist tot. Flamethrower. Benutzt man einfach, oder? Wenn wir schon mal hier sind. Achtung. Muss das so laut sein? Kommt noch mehr lustige Viecher. Ja. Lustige kleine, kotzende, zweibeinige Zyklopenviecher. Ja, Zyklop mit lustigem der Zunge raushängend. Oder so. Charge Darts. Die sind gut. Voll Energie brauche ich nicht. Ja, da ist er gerade frisch gespawnt. Was hätten wir denn gern? Was nehmen wir denn heute? Ach, ich kann mich immer nicht entscheiden. So viele schöne Waffen in dem Spiel. Ja, Achtung. Weg. So, munitionstechnisch mal gucken. Alles da. So. Dann Pistölchen. Mag vielleicht krass wirken. Oh, hier ist doch die Munition. Ist doch gar nicht so schlimm. Und davon haben wir 40 Schuss. Charge Darts haben wir auch noch. Ich glaube, ja, das funktioniert auch bei den... Boah, Schwein gehabt. Muss das sein? Verdammt. Der ist fertig. Geht da drüben nicht. Da könnte ich mal spaßhalber den Kampf eröffnen mit einem Charge Dart. Wo ist denn der Kopf? Hier etwa? Jawohl. So, nochmal schnell die Pfeilchen wieder. Pfeilchen verpasst. Und? Es geht weiter. Spawnt das hier neu? Ich glaube schon. Eigentlich ganz schick gemacht, ne? Und wieder eine... Oh oh. Zauber. Alle haben den Kopf verfehlt. Die haben den Kopf getroffen. Er ist nämlich ab. Wird jetzt böse. Wo ist er? Da ist er. Okay, die sind echt nicht schlecht mit dem Granatenwerfen. Jedenfalls ist das ein Hobby von denen. Dem sie hier frönen. Mag 60.
Komm, wir gehen vor, machen die alle, oder? Ja, ja, warte nur. Ach ja, wieder die Geschichte. Ach, diese Sprungviecher. Oh oh. Die läuft schon zickzack. Du weißt Bescheid. Ja, ja, Handgranate und der ist auch nicht mehr so richtig. Daneben, ich bin dran. Na, da blubbert er ein bisschen aus dem Bäuchlein. Tja, selber schuld. Was legen Sie sich auch mit mir an? Machen wir einen auf Elektroschocker wieder. Ist eigentlich ganz nett, das Teil. Vor allem macht es Spaß. Weil die Waffe dann so wummert, wumm, 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 und dann direkt weg den Gegners. Dieses. 3 war das, ne? Ach ja, klappt bei den kleinen Viechern auch. Die werden übrigens auch gegrillt davon. Also die netten Geräusche sind nicht alles. Ja, der Sound ist natürlich ein Traum. Vor allem für Kopfhörernutzer. Wie mich. Oh, der trägt keinen Kopfhörer mehr. Trägt nur noch einen Hörer. Gut. Die sind fertig, ne? In dem Bereich. Ja, die sind nicht klein, die Höhlen. Mal schauen, überlegen. Da waren wir. Ich möchte nur keinen falschen Fehler machen. Denn hier wieder zurückzulatschen kann unter Umständen ein bisschen unangenehm werden. Ja, wie wär's mit. Vier Schuss brauchen die Mistviecher. Und das, obwohl man auf den Körper zielt. Na, kommt gleich wieder ein Gegner. Nein, ich glaube nicht. So, wir sind wieder hier. Es kann nämlich sein, dass die da wieder geschlüpft sind, die lustigen Zyklopen-Männer. Okay. Muss das denn immer sein mit diesen Granaten? Ah, das. Ich glaube, das haben sie auch nachträglich eingebaut. Eine Igelfeder. Verrückt, ne? Man glaubt immer, die hätten Stacheln. Ist aber totaler Quatsch. Hm. Schreit nach Flammenwerfer. Oh oh. Gehen wir noch nicht. Ich weiß nicht, ob das nicht nachträglich eingeführt wurde, die Geschichte. Ja, bitte? Oh Gott. Der ist schon tot. Der Kollege ist noch am Leben. Aber jetzt auch nicht mehr so richtig. Zum Glück ist das hier nicht laut. Die rote Igelfeder, sauber. Ach Gott, jetzt kommt ein sehr unhübscher Part mit Teil. Part. Flamethrower. Flamethrower. Ah. Raus. Moment, komm gleich zu dir. Okay, einfach anspringen lassen, wenn sie ihre komische Aktion ausgeführt haben. Moment. Verzeiht sie es auch unter Wasser? Das war auch besser bei Turok 1, ne? Da haben sie, wenn sie unter Wasser krepiert sind, dann haben sie dort nicht Fontäne, sondern so eine Wolke unter Wasser hinterlassen. Ja. Was haben wir da? Och. In der Sekunde hat er sich weggeduckt. Man sieht es nicht. Im Nebel verschwunden. Okay. Zu flink.
das Äffchen. Ich muss wahrscheinlich sowieso wieder. Ja, ja, daneben. Komm, zeig dich. Na? Granate hinterher. Verdammt. Ja, könnte funktioniert haben. Keine Ahnung. Ich gehe mal weiter. Und hier ist auch noch was anderes. Irgendwo. Ich glaube, das ist ein Spanner, oder? Und das führt irgendwo hin. Das führt uns wieder ganz nach oben. Okay. So kommen wir da raus. Das ist momentan nicht so die beste Idee gewesen. Wobei, wir haben die Igelfeder. Sollen wir wieder zurück? Eigentlich schon, oder? Denn wahrscheinlich geht es jetzt immer nur weiter. Immer nur weiter voran. Oh Gott. Wo waren die Igelfeder? Nicht mal in dem Bereich. Oh Mann. Wäre das sinnig, hier mal zum Anfang zurück zu teleportieren? Ich glaube schon, oder? Greetings, Turok. Greetings. How may I assist you? Ich würde sagen, schneller Warp. Port of Idea. Death Marshes? Nein. Kavernen 1, Eingang. Ja, Reise zu diesem Ort. So, jetzt sind wir wieder hier. Haben die Fähigkeit noch nicht. Ich glaube, die gibt es hier auch gar nicht, oder was? Doch, natürlich. Dieser unsichtbare Pfad, das ist der letzte, den man bekommt. Soll heißen, wir haben alles richtig gemacht. Hier geht es nämlich an die durch die Luft schwebe Geschichte. So, jetzt mal schauen. Wir müssen nach oben. Und oben heißt, ich könnte dann nach rechts. Aber wird das funktionieren oder nicht? Das ist die Frage. Oder falle ich dann wieder durch den Boden? Das ist ja ganz gerne mal so. Ach komm. Gehen wir da lang. Bisschen kleiner Umweg, aber ein Umweg, der sich gewaschen hat. Aber einer, der sich lohnt, eventuell. Denn dann haben wir die nächste Fähigkeit. Schätze ich mal. Oder wir haben eine Partikelbeschleuniger. Ein Teil einer Partikelbeschleunigerwaffe gefunden. Der Nuke Weapon. Und das wäre natürlich auch nicht schlecht. Also man kann hier alles gebrauchen. Das wäre wie Rekikeln hier. Ach. So. Hätte ich zwar nicht machen müssen, aber die Viecher zu verbrennen. Warum nicht? Kann man auch mal ehrenamtlich machen. Ist ja für eine gute Sache. So, kommt eine neue Spinne? Ich weiß es nicht. So, jetzt auf jeden Fall der gute, wahrscheinlich der Spiritfaser. Der Vater hier. Komisch, ne? Ist anders aus. Oh, Vater heißt. So, und los geht's. Oh. Your offering pleases the spirits. I grant you the Heart of Fire, Talisman. Now you may walk over seas of lava without being harmed. Natürlich, natürlich, weil wir kommen ja immer tiefer nach unten und da unten ist, wie man sich denken kann, richtig Lava. Herz aus Feuer, sehr schön. Das ist nicht schlecht. Genau, aber ich würde sagen, Game saved. Hier geht es das nächste Mal weiter, wenn es wieder heißt Turok 2 und die Samen des Bösen, die Saat des Bösen, die wollen wir nicht ausrotten. Aber noch nicht. Das nächste Mal bei diesem, auf diesem Kanal. Liken, subscriben und kommentieren nicht vergessen. Also dann, tschüss.